natürlich sind heute kleine Welpen. Wir wollen natürlich adoptiert werden, wie jeder kleine Welpe da draußen. Und wollen uns eine neue Familie suchen. Und ich denke, heute ist unser großer Tag. Ronja, dein Hintern riecht heute komisch. Jo, dann riecht er nicht dran. Komm, ab in den LKW und dann können wir uns neue Familien suchen. Oh, hier sind noch ganz viele andere Hunde drin. Ich hoffe, wir werden genommen. Los, geht los. Ja, yeah, ich kann's gern. Komm doch, erwarte. Ein Müllauto, nein. Was? Wir kriegen Geschenke, da steht Presents. Ich glaube, das ist nicht die Art von Presents. Oh nein, was denn da Grünes? Yeah! Oh mein Gott, hier ist das Tieradoptionscenter. Und ich glaube, da wurden wir gerade entweder draus abgeholt oder hingebracht. Hingebracht. Hingebracht, wahrscheinlich hingebracht. Ach ja, da sind wir auch schon. Oh, hier ist richtig Essen. Guck mal hier, Food gibt Energy. Wuff! Hey, ihr müsst die neuen Hunde und Tiere sein. Mein Name ist Canela. Das ist hier vorne, guck mal. Oh, das ist... Warte. Wer hier? Und hier hat so kleine Blümchen. Das ist richtig süß. Bleiben. Ja, ja. Das hier ist, was die Menschen ein Adoptionscenter nennen. Alles klar, gut zu wissen. Haben wir uns schon gedacht... Oh, hier ist ein Knochen. Es geht sogar raus, Ronja. Wir können sogar rausgehen. Ihr wurdet von Susi gerettet. Sie ist der Mensch vorne am Counter, aber sie versteht unsere Sprache leider nicht. Sie wie wahrscheinlich kein Hund. Na, sie haben es aber schon versucht. Oh nein, guck mal, hier ist jemand eingesperrt. Slicer. Aber sie kümmert sich gut um uns. Gut, dass der eingesperrt ist, glaub mir. Ja, Slicer hat rote Augen. Slicer sieht auch ein bisschen gruselig aus. Slicer sagt, Lügner. Menschen sind ekelhaft. Okay, Slicer hat vielleicht starke Meinung. Das ist Slicer. Er ist der liebste Hund hier drin. Bleibt lieber aus seinem Kuschel Weg. Gerne mit er ihm. Ist in einem Käfig aus einem guten Grund. Okay, okay. Canela sagt, es gibt noch den sogenannten Todes-Shelter. Und sobald da ein Tier reinkommt, kommt es nie wieder zurück. Oh nein. Das heißt, den sollten wir auf jeden Fall vermeiden und unbedingt adoptiert werden. Aber wir müssen uns darum keine Sorgen machen. Aber wenn wir uns keine Sorgen machen sollten, warum sagt sie uns das dann? Was ist? Oh mein Gott, hier hängen Knochen. Und können wir da hoch? So viele Fragen. Ich würde gerne auf die Knochen springen. Ich sehe, du auch. Ich war ja schon zweimal drauf, aber die fliegen immer wieder weg. Die fliegen immer weg, die Wesdinger. Oh mein Gott, das hat mir voll Energie weggemacht. Nein, jetzt bin ich nur noch halbes Leben. Und ich brauche Essen. Wirklich? Oh, ein Auto ist angekommen. Jemand wird adoptiert. Okay. Alles klar, wir haben einen Besucher, sagt Susi. Erinnert euch dran, dass ihr euch wie ein gutes Tier verhalten müsst und dann werdet ihr auch adoptiert. Das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Hier ist noch Knochis. Hier sind noch Knochis. Gibt's hier Essen? Oh, hier gibt's Essen. Es gibt Essen, aber es gibt nicht genug. Oh ja. Nee, es gibt nicht genug, aber es gibt immerhin ein bisschen was. Oh. Hier vielleicht noch was drin? Slicer hat noch muss Essen hier in guter Form Käfig sein. Ja. Slicer hat einen Riss in seinem Käfig. Oh, da ist Essen drin. Darf ich mal kurz da rein? Oh, das ist eine Großmutter. Guten Morgen, Süße. Mein Name ist Gertrudis. Ah, aber ihr könnt mich Granny nennen. Hallo, Granny. Möchtest du mich adoptieren? Hallo? Granny, gib mir Essen. Würdest du heute gerne ein Tier adoptieren? Mich? Oder Easy? Oder mich? Oder vielleicht uns beide? Super gerne, ich liebe Tiere. Oder Slicer. Slicer ist ein ganz Süßer. Ich weiß nicht, ob Slicer ein ganz Süßer ist. Super, dann folg mir. Ich glaube, wir müssen uns einfach ein bisschen bei der Großmutter hier einschleimen. Oder wir laufen nebenbei, zeigen, was wir für gut erzogene kleine Hunde sind. Susi stellt natürlich die falschen Hunde vor. Vor. Das ist Canela. Oh, das ist auch ein süßer Hund. Verstehe ich, falls Granny den adoptiert. Canela ist super freundlich und freundlich. Das hier ist alles Käse. Alles ja, Käse moin, ist bissig und ein böser Kampfhund. Ich würde sie nicht adoptieren. Ich bin sehr sensibel und sehr loyal. Super sensibel bin ich. Oh, aber das hier ist ein toller Hund. Das ist richtig Ronja. Sie frisst Müll. Und hart viel. Nein, 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 das sind Lügen. Das sind Lügen. Granny, hör nicht so auf war, Susi. Granny, du hast es gleich erkannt. Oh, sie ist sehr freundlich und spielt gerne. Nein, 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 das ist eine Verwechslung. Das ist ein Ninja. Oh, es gibt eine Draußenregion. Was muss ich die ganze Zeit? Ninja trinkt aus der Toilette und isst viel. Okay, das heißt, Ninja wird schon mal nicht adoptiert. Aber ich glaube, ich habe auch schlechte Karten mit der Vorstellung. Oh no! Nein! Sabbert viel, aber ist sehr loyal. Okay, ist auch, glaube ich, ein älterer Hund schon. Und das ist Rayulaul. Hat viel Energie und ist sehr beschützerisch. Genau. Sie sind alle so schön. Vor allem ich. Hallo, Granny.
Möchtest du mich gerne mit nach Hause nehmen, bitte? Oh, ja, hallo? Das wird nichts. Glaub mir doch. Das wird was. Guck mal. Ich hüpfe nicht hoch, denn ich zeige, ich bin gut. Sie adoptiert uns alle? Außer Slicer. Oh nein, Anna, der Arme. Honestly, das tut mir voll leid für Slicer. Slicer ist bestimmt schon vor lange hier und hat einfach schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht. Bist du dir sicher, dass du dich um so viele Hunde kümmern kannst? Ja, na klar. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft bei mir zu Hause. Alles klar? Klar doch, die Granny kann sich um 1000 Hunde kümmern. Aber, okay, wir sollen in Granny's Truck... Mir tut es richtig leid, dass Slicer hier zurückgelassen wird. Aber ich meine, wir werden adoptiert. Also dürfen wir jetzt hier nicht wirklich uns zu Wort melden, schätze ich mal. Alles klar, Zeit nach Hause zu gehen. Yes. Granny ist auch direkt mit einem riesen Truck hier angefahren, weil sie wusste, dass sie die ganze Hunde-Adoptionsstation leer adoptiert. Aber du Hundefutter kaufen? Sie bräuchte eigentlich Hundefutter. Sie braucht Hundefutter, aber sie fährt zum Supermarkt. Ja, das ist zum Supermarkt. Yes, okay. Wir sollten auf jeden Fall heute gehen. Ja, ja, oder auf jeden sollen Fall. Wir bis morgen warten? Oh, nein. Lass uns heute gehen. Lass uns heute gehen. Wir wollen auch heute was essen. Bitte lass uns heute gehen. Oh, okay, dann lass uns morgen gehen. Nein, was ist denn los? Wollen die alle verhungern? Die haben gerade ein Voting gekriegt von hättet ihr gerne heute essen oder nicht? Nö. Naja, gut, willkommen zu Hause. Hier ist unser neues Zuhause. Knochen. Wir müssen alles nehmen, was wir kriegen können. Hier sind noch mehr Knochen. Ihr könnt euch gerne das Haus angucken. Alles klar, wird gemacht. Hoffentlich findet ihr euren Tierschlafraum für später. Warte, wir haben extra Schlafzimmer, ja, nur für Tiere. Oder? Warte mal. Oh, das ist richtig süß. Oh, da ist eine böse Taube. Siehst du das? Ja, ich sehe. Die guckt richtig wütend. Die hat so eine richtig wütende Augenbraue. Kommen wir da raus? Kann ich das Fenster aufmachen? Weiß nicht. Oh, Misty. Ja, der Hebel geht hey, runter. Ihr müsst die neuen Haustiere sein. Willkommen. Haha, dumme Katze. Warte, die Taube redet mit uns? Misty sieht friedlich aus. Ich hasse Tauben. Ich auch, Misty, ich auch. Tauben sind blöde Tiere. Naja, wie gesagt, ich brauche eure Hilfe. Ich rede mit euch heute Nacht, okay? Okay. Okay, Granny geht jetzt schlafen. Guck mal, wie süß. Hier ist ein Rudolf. Warte, wo? Da, im Bett. Oh, das ist Ninda. Okay, ich glaube, wir können auch schlafen gehen. Oh, warte mal. Das würde euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen, okay, verrückt machen, aber jede Nacht, wenn Granny schlafen geht, wird das Haus von Kakerlaken übernommen? Was? Ich hasse Kakerlaken. Wieso denn Kakerlaken? Kakerlaken. Ist doch ein Witz, oder? Das ist hoffentlich ein Witz. Okay. Ihr müsst mir helfen, die Kakerlaken zu töten. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Kakerlaken nicht berührt, während sie fliegen. Hä? Da sind sie. Da sind sie. Unsere Zeit ist gekommen. Bitte nicht. Kakerlake, kommt da raus. Holt euch jeden einzelnen Brotkrümel von diesen Haussoldaten. Was? Oh, oh. Nein. Okay. Ich bleibe Granny im Zimmer. Warte, da ist schon eine Kakerlake. Oh, das ist eine Kakerlake. Oh mein Gott, es schwenkt an. Bitte, ihr müsst sie umbringen. Du musst sie aufessen, Ronja. So hier. Okay, ich versuch's. Du musst sie beißen. Hier sind überall Löcher im Dings. Hier ist Granny, die schläft jetzt. Ob die das noch nie mitgekriegt hat. Warte, hier ist eine Kakerlake. Hier. Habe ich sie? Ja. Oh, nice. Hier ist noch eine. Die dürfen halt nicht fliegen, ne? Nee, wenn die fliegen, dann hast du ein Problem. Ja, aber gut, die ist tot. Okay, Copy macht das schon ganz gut. Die hält hier Ausschau bei Granny. Wir haben 5 Kakerlaken schon. Wie viele hast du? Sehr, sehr gut. 5? Ah, insgesamt 5 wahrscheinlich, ja? Nee, wir haben schon mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hier sind keine mehr. Die trauen sich nicht zu mir. Warte, hier sind doch so überall rote... Oh mein Gott, hier fliegt eine. Hier sind überall rote Punkte. Siehst du das? Hier sind jetzt viele fliegende Kakerlaken. Warte, hier, die kann ich angreifen. Hol die da oben noch. Bitte, bitte. Nein, die fliegt wieder. Oh Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hab sie. Hast du? Perfekt. Zack, die nächste. Und zack. Warte, was ist das? Essen. Ach so, 0 sind übrig. Wow. Ihr habt wirklich alle Kakerlaken getötet. Yeah. Was ist denn dieser ganze Lärm hier? Nein, Granny wird bestimmt böse. Aber Granny wird ja sicher verstehen, wenn wir ihr erklären, dass es überall Kakerlaken waren. Granny ist wütend. Ihr solltet besser hier zurückkommen und so tun, als ob ihr schlaft. Oh, easy, dann schnell. Schnell zurück. Okay, ja, warte. Ich sehe ein bisschen aus, als wäre ich tot.
Warte, der eine steht warte, noch Copy da. Copy will nicht schlafen. Copy, Copy, Copy. Leg dich hin. Copy, sonst fliegen wir auf. Oh, oh. Copy wird erwischt. Copy wird erwischt. Oh, oh. Oh, oh. Ah, wahrscheinlich habe ich wieder schlecht geträumt. Puh, da ist Copy gerade nochmal so durchgekommen. Ich meine, wir haben alle... Guck mal, wie der eine hier schläft mit seinen Füßen nach oben. Hast du das gesehen? Ja. Hm. Wir sind auf jeden Fall erstmal hier eingesperrt. Warte, die Tür ist zu? Haha! Eingesperrt! Ihr könnt nicht mal mehr jagen! Diese blöde Taube. Hast du nichts Besseres zu tun? Sag, Misty hat einen Punkt. Stell dir mal vor, wir wohnen jetzt hier und jeden Tag und jede Nacht ist diese dumme Taube hier und will uns ärgern und provozieren. Ja, komm, lass einfach das Fenster aufmachen. Lass uns das Fenster aufmachen und die Taube, ja, ja. Wir sollten dem Ding eine Lektion erteilen. Das denke ich nämlich auch. Fenster auf. Ich glaube, es kann ein Problem werden, weil wir da jetzt langlaufen. Ich glaube nicht. Okay, lass uns okay, Fenster auf. Da ist die Taube. Oh. Oh, ist ein Gedränge hier. Ihr wisst, dass ich nicht ernst gemeint habe, oder? Warte, da ist ein Müllauto. Das ist ein bisschen spät jetzt. Komm, lass die Taube da reinschubsen. Oh mein Gott, ja. Und ja, Angriff! Oh, let's go! Rein mit dir! Und Angriff und... Ah, zack! Rein mit dir! Rein mit dir, Taube! Ab ins Müllauto! Yeah! Weißt du, in wie viel Ärger du dich jetzt hier gebracht hast, Taube? Ich denke, sie weiß es. Sie ist stark, die Taube. Die ist so stark. Nicht so viel Ärger wie ihr. Was will sie damit sagen? Hier. Oh mein Gott, sie fliegt hoch. Warte, was? Nein! Ja! Oh, wir sind im Müllauto gelandet. Nein, nein. Hätte denn damit gerechnet? Nein, die Taube hat uns zur Falle gestellt. Was? Oh nein, Ronja. Was ist passiert? Ich kann mich nicht bewegen. Oh doch, sind, kann sind ich. Wir im Müll? Yes! Ich glaube schon. Langsam werde ich aber wieder full life, weil ich hier einen Haufen... Essen finde. Warum sind wir der Taube hinterher gerannt? Das war so eine dumme Idee. Ja, nachher ist man immer... Du, es war deine Idee. Canela, die versucht jetzt hier das alles auf uns zu schieben. Siehst du das? Ja. Okay, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir hier rauskommen und dann nach Hause kommen. Canela denkt wahrscheinlich, sie ist ein geborener Gruppenanführer. Aber nachdem sie uns hier in die Pampe reingeritten hat, bin ich der Meinung, hören wir nicht mehr auf sie. Ich schlage vor, alles Käse wird unser neuer Gruppenanführer. Yeah, da bin ich auch stark dafür. Hier steht, die ist geschlossen die Tür für den ist Tag. Verschlossen. Wir müssen. Hier ist ein Schlüssel. Oh, du hast den Schlüssel? Ja, ja, hier ist einer. Okay. Ich habe ihn gefunden. Sehr gut. Gutes Auge. Mein Schlüssel. Nein, die Ratte hat mir den Schlüssel geklaut. Die blöde Ratte. Meine Familie ist wirklich hungrig und wir könnten ein bisschen Futter gebrauchen. Versteht ihr, was ich sage? Ich glaube, ich verstehe, was sie sagt. Ich glaube, die Ratte droht uns. Ja. Ich glaube, die Ratte sagt, wir sind das Essen. Aber welche Ratten essen Hunde? Right? Wirst du gleich sehen, denke ich. Right? Welche Ratten essen wirklich Hunde? Das wäre ja Quatsch. Oh mein Gott, hier sind überall Ratten. Das sind Killer-Ratten. Nein! Warte, die Ratte macht mir Schaden. Alles okay, gut? Ich habe eine. Also brauchst du Hilfe? Alter, die ist so schnell! Die ist viel zu schnell! Junge, was ist das für eine Ratte? Hier ist noch ein... Ah, nee, ist ein Hund. Hier ist eine Ratte. Da hinten ist noch eine Ratte. Wo denn? Ich springe auf sie drauf. Hier neben uns. Ich beiß. Okay, sehr gut. Oh, hier sind ganz yes, viele. Wir haben sie. Im Zentrum. Hier ist noch eine. Au! Okay. Ah, oh, die machen Schaden. Noch eine okay, da nice. Hinten beim Müllauto direkt. Warte, hier sind richtig viele noch. Eins, komm, wir holen die zusammen. Schnapp. Nice. Klasse. Und hier vorne. Beiß zu! Sehr gut, sehr gut. Da hinten verletzt. Haben sie noch. Warte, hier sind viele. Oh mein Gott. Wie viele sind das denn noch? Wie viele Ratten sind denn in dieser Familie? Drei noch. Okay, zwei sehe ich da vorne. Die können wir einfach kurz schnappen. Ham, ham, ham. Und eine noch. Das war's. Was habt ihr mit meiner Familie gemacht? Ja, selber schuld. Ihr wollt den Schlüssel hier? Ja. Dann müsst ihr mich wohl fangen. Okay, wir sind ungefähr 20 Hunde. Das ist eine Ratte. Ich denke, die... Sollten wir kriegen? Ich hab sie! Yes! Warte mal, können wir den einfach nehmen? Weiß nicht. Oder schubst du den Schlüssel? Nehmt den Schlüssel. Oh ja, hab da. Ich...
Grab, hast du? Ja. Okay, der Raum ist offen. Jetzt können wir in diesen Kontrollraum gehen. Da können wir aufmachen. Warte, guck mal was hier. Was siehst du es jetzt? Und jetzt drücken wir. Und? Pass auf, da ist noch was. Da sind Knochen. Warte. Die Tür öffnet sich. Und wir wollen jetzt wieder zu Granny zurück, ist meine Annahme. Ja, die Granny okay. War so nett. Oh Gott, draußen ist es ganz schön gruselig. Wo sind wir? Oh mein Gott, da sind überall fahrende Autos. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Meinst du? Wir machen uns besser auf den Weg. Ja, lass es trotzdem gehen. Guck mal, da hinten ist noch Hundefutter. Ich sage, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir hier bei den anderen bleiben. Nein, pass auf, Ronja! Puh, das war knapp. Okay, hier läuft jemand. Hier ist ein Jogger. Ich lasse das Hundefutter liegen. Mir ist es völlig egal. Ich will einfach nur überleben. Warte, da vorne sind Hunde im Park. Guck mal. No. Warte, ja, vielleicht können wir uns mit denen zusammenschließen. Da, wir sind da. Was wollt ihr? Ihr seht nicht aus wie Straßenhunde. Wir versuchen unseren Weg zurück nach Hause zu finden. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwann nach Hause kommt. Das ist ein bisschen pessimistisch. Bob, erzähl dem kleinen Hund hier, was wir mit fancy Hunden wie denen machen. Oh, das ist einfach. Wir helfen ihnen. Oder helfen sie uns? Das ist mehr ein... Helfen uns? Ich glaub, nein, Bob, wir haben darüber geredet. Wir jagen sie. Und fressen sie? Warte mal, aber an mir ist nichts dran. Essen sie Ronja. An mir ist auch nichts dran. Vielleicht essen sie hier den dicken Hellbraun. Ich können sie gerne braten. Oh mein Gott, jetzt müssen wir irgendwie an der Straße vorbei. Das ist richtig gefährlich. Hier sind überall Autos. Wahrscheinlich keiner die Straßenverkehrsordnung gelesen. So, jetzt hier du aufgepasst, Ronja, dass du das überlebst. Ich habe keinerlei Angst. Da. Yeah! Okay. Bist du da? Hier ist ein Graffiti. Ich bin... Oh mein Gott, schaffe ich es durch? Ja. Warte, wir sind nur noch drei. Hä? Die anderen sind tot? Hier ist kein Weg raus. Oh nein, wir sind für immer gefangen. Ich sehe nur noch drei Namen. Oh, Animal Control. Animal Control. Warte, der fängt sich ja die Straßenhunde ein, oder? Ich glaube ja. Oh Junge, ich würde ungern in euren Schuhen stecken gerade. Schnell! Warte, lauf! Es muss irgendwas geben, was wir tun können. Oh mein Gott. Wir müssen hier durch. Wir müssen die Tür kaputt machen. Okay. Schnell rein da. Die wollen nicht nur die Straßenhunde fangen, die wollen auch uns fangen, glaube ich. Natürlich wollen die uns fangen. Oh mein Gott. Schnell zu Granny zurück. Ich denke auch. Oh, warte, komm ich hier raus? Das Essen? Oh nein. Da sind wir, okay. Oh nein, wo ist Canela? Wurde die gefangen genommen? Canela. Animal Control hat sie sich geschnappt. Nein. Unser Anführer-Hundi. Oh oh. Schau da drüben. Oh nein. Das war's mit Canela. Ja, was soll's? Hier ist Essen. Was soll? Oh, warte, hier ist wirklich Essen. Was? Okay, lass uns dem Truck folgen. Lass uns dem Truck folgen und Canela retten. Ich meine, können wir machen, können aber auch zurück nach Grannys Haus gehen, ha? Huh? Lass dich nicht erwischen, Ronja. Ich versuche mich nicht erwischen zu lassen. Hier. Wo ist denn der Truck? Ich habe ein bisschen Angst. Wo bist du denn? Ich bin hier bei den anderen beiden. Ich werde hier von der Animal Control gefangen. Oh nein! Oh. Leute, ich glaube, ich weiß, wo sie Canela hingebracht haben. In den Todesschelter? Lass uns hier reingehen? Wie? Ich weiß nicht, ob das hier... Ich glaube, Demilana ist kein guter geborener Anführer. Nee. Aber ich denke, wir haben hier auch keine Wahl. Tatsächlich. Hier schläft jemand von der Animal Control. Hundefutter! So leise. Die Wache schläft gerade. Dann ab durch den Hinterraum. Okay. Hier sind noch mehr Knochen. Können wir da rein? Denkst du, wir können hier den anderen Hund noch befreien? Oh, hier sind ganz viele. Oh, nein. Ich glaube, die gucken nach uns. Aber die sind sicher friedlich, die sind nur wütend, weil sie hier eingesperrt wurden, oder? Ja.
Was wir freilassen. Die sind bestimmt alle echt nett. Daniela! Geht raus hier! Ach. Kümmert euch nicht drum, es ist schon zu spät für euch. Ist Slicer böse? Slicer? Sollte ich nicht tot sein? Ich sollte. Und was habt ihr gemacht, um mir zu helfen? Ich hab dich freigelassen, Slicer! Wir haben dich freigelassen, Slicer! Ja. Wir sind auf deiner Seite! Glücklicherweise hat der Todesschelter mich adoptiert. Sie brachten jemanden, der ihre Drecksarbeit macht. Slicer, wir sind auf deiner Seite! Von Anfang bis Ende! Ja. Slicer wird ganz schön böse. Jetzt seid ihr die Nächsten in... Oh mein Gott! Pass auf! Was machen wir? Beißen wir Slicer? Nein, nein, nein! Lass ihn! Er ist gerade am Angreifen, Ronja. Okay. Das ist nicht gut. Slicer! Es tut uns leid, dass es so traurig ist für dich. Das wollten wir nicht. Oh, hier ist Essen. Hey. Okay, jetzt? Pass auf, dass er dich nicht trifft. Oh mein Gott. Und er greift ihn nicht an. Lass es. Es bringt nichts. Okay, er ist bringt nichts. Er ist im Angriff. Oh mein Gott, Slicer hat aber wilde Moves. Danach können wir ihn angreifen. Okay. Ja, ich glaube ja. Oh. Oh mein Gott, da bin ich. Lass dich nicht treffen. Ich versuch's, aber ich esse immer wieder was. Ist alles okay? Oh mein Gott, Slicer! Slicer hat voll auf mich abgesehen. Warte mal. Jetzt! Greif ihn an! Oh, aus dem Weg! Hört auf, euch zu wehren! Ihr seid nicht stark genug! Okay. Slicer ist so was wie ein Endboss hier. Warum ist denn Slicer so... Ich verstehe das überhaupt nicht. Wir haben Slicer freigelassen. Wir wollten ihm helfen. Ja! Und das ist der Dank dafür? Eigentlich waren wir voll nett. Eigentlich waren wir voll nett. Oh nein! Oh mein Gott, hast du mir eine Uhr, Slicer? Okay, Slicer hat noch zwei Herzen. Das heißt, er muss noch einmal seine Rotation rauskriegen. Und dann, wenn wir beide zubeißen... Wer lebt hier jetzt noch? Demi lalala, der mit der Quatschidee hier in den Todesschelter reinzugehen. Oh, hast du dich treffen lassen? Oder hast du gedacht? Nein, noch geht's mir gut. Okay, gut. Okay, jetzt können wir, glaube ich, auf ihn zugehen. Okay, oh und ja, jetzt. Bis. Oh, haben wir es? Nein. Genug mit den Spielchen. Bereitet euch auf euer Ende vor. Sauer. Oh mein Gott. Oh, Slicer ist viel schneller als davor. Ja. Oh Gott, das könnte unser Ende sein hier. Aufgepasst. Ich will gar nicht lügen. Pass auf, Ronja. Oh, ich habe gerade noch so rechtzeitig die Wände bekommen. Slicer. Okay, an, wieder oh mein Gott. Okay. Slicer ändert schnell seine Richtung. Ja. Das ist besorgniserregend. Okay, jetzt geht's los. Okay, nach dem Wirbel gehen wir wieder drauf. Okay. Das kann nicht so schwer sein, oder? Ich glaube nicht. Danach haben wir es geschafft. Willst du den finalen Schlag machen? Ich versuche den finalen Schlag zu machen. Okay. Aber ich brauche deine Hilfe. Und let's go, jetzt. Jetzt, Ronja. Jetzt. Nein. Jetzt, mach. Nein. Oh, haben wir es geschafft? Geht weg. Das kann nicht passieren. Oh mein Gott. Der verbrennt in der Lava. Yeah, wir können Canela retten. Warte, was? Das ist voll brutal. Da ist sie. Ja, jetzt selber schuld. Es ist vorbei. Slicer ist weg. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt lass Canela rausholen. Kann mich jemand hier rauskriegen? Also, muss nicht. Da ist sie doch. Da ist sie. Oh nein. Animal Control. Was macht ihr außerhalb eurer Käfige? Die gehören doch gar nicht her. Lasst uns die wieder rein. Das wissen die doch nicht. Die denken, die haben uns gefangen. Oh nein. Alles, was wir wollen, ist zurück zu Granny. Da ist Granny! Nicht unter meiner Aufsicht! Was passiert nicht unter ihrer Aufsicht? Ich habe überall nach den Hunden gesucht. Vor allem sind jetzt nur noch drei. Wir waren davor so 20 Hunde. So, ich habe meine ganze Freizeit damit verbracht. Die ganze Stadt habe ich abgesucht. Natürlich sind das meine Hunde. Jetzt, wenn du uns entschuldigen würdest, wir verlassen diesen creepy Ort. Ich glaube, das ist ganz gut so, weil ich habe keine Lust, hier in den Käfig zu kommen. Wir haben es geschafft. Ihr habt überlebt. Okay, ich schätze, das war's dann hier mit Pet Story. Wildes Ende. Absolut wildes Ende. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier... ich dachte, wir werden einfach adoptiert und dann leben wir glücklich. Aber scheinbar war es nicht so. Nö. Nee.
Na gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Schaut auch gerne bei der Easy vorbei. Woo! Da kommen nämlich auch viele coole Roblox-Videos. Und dann macht's gut. Tschüss!